früher wäre das ganz anders gelaufen. Und Kaloms Leibwache. Können wir da jetzt einfach so reingehen oder haut er uns dann den Kopf ab, weil es verboten war und wir es nicht wussten? Hm, anscheinend nicht. Ah, und da sind Kisten. Aber es wäre ein wenig auffällig, hm? Oh, der scheint beschäftigt zu sein. Hm. Ja, alle abgeschlossen. Na gut, sprechen wir ihn mal an. Was willst du? Er ist wahrscheinlich eher geneigt, es uns zu verkaufen, wenn wir sagen, dass wir der Bruderschaft beitreten wollen. Hm? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Na gut, aber da wäre noch eine Sache. Bleib mal stehen. Was willst du? Aber behalt's für dich. Muss nicht früher wäre das ganz anders. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Solange ich damit nichts zu tun habe. Sollten wir jetzt erwähnen, dass ein anderer Händler das Rezept haben will? Na gut, probieren wir es. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ah, na gut. Wissen wir das jetzt jedenfalls auch. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Oh, wer bist du? Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Iberion? Hm, das ist dann wohl der Anführer. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Oh, ja, der war ein komischer Name. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Schade. Also sein Hilfling hier weiß auch nicht, wie wir ans Rezept rankommen. Das heißt, wir müssten uns wirklich dem Lager hier anschließen oder zumindest einigermaßen weit kommen bei dem Versuch, uns anzuschließen, bevor wir das klauen können. Ja, gehen wir da runter. Lester ist immer noch da. Hm, na gut. Und die Baals sind dafür da, dass wir aufgenommen werden. Also wir müssen jeden Baal überzeugen. Und er stand auch neben so einem, also fragen wir ihn mal. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Oh, ist aber echt nett von ihm. Und er wollte nicht mal eine Gegenleistung haben. Hm, vielleicht sollten wir uns echt diesem Lager hier anschließen.
Zeig mir den Weg. Jetzt könnten wir noch zu den Lehrern, zum Tempel oder zurück zum Haupttor. Schauen wir den Lehrern vorbei. Zu den Lehrern. Folge mir. In der Nacht durch den Sumpf torkeln. Oh weia. Weil wirklich stabil sehen die Stege hier auch nicht aus. Aber Lester scheint zu wissen, wo wir lang müssen. Ist ja auch schließlich sein Job. Schon da? Folge mir. Hier unten findest du Baal Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal Namib, am Eingang des Lagers. Ha. Also ihn hier müssen wir jetzt auch beeindrucken. Aber wir dürfen ihn nicht direkt ansprechen. Wie stellen wir das dann an? Sprechen wir mit ihm hier. Wie steht's? Ich bin total Heimann. Okay. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Das ist ganz einfach. Du musst einfach loslassen, Mann. Sprich mit den Gurus, sie werden dich leiten. Ich dachte, wir dürfen nicht mit ihnen sprechen. Und sind Gurus und Baals das Gleiche? Na gut, versuchen wir einfach mal ihn anzusprechen. Die Antworten klingen schon so, als wenn er nicht positiv darauf reagieren würde. Der Schläfer sei mit dir. Okay. Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Bist du neu hier? Ich bin vor kurzem angekommen. Aber er scheint auch nicht zu wissen, wie man mit ihm spricht hier. Oder wie man ihn auf uns aufmerksam machen könnte. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Nichts leichter als das. Rede einfach mit einigen der niederen Gurus. Sie werden dir weiterhelfen. Es wird dir hier gefallen. Wirst schon sehen. Dann ist er wohl kein niederer Guru. Und oben sollen die Templer sein. Schauen wir da mal vorbei. Die Templer sollen ja später in der Lage sein, schwere Rüstung zu tragen, zwei Hände und auch noch Magie zu wirken. Was wie eine recht tödliche Kombination klingt. Und ja, das sieht auch beeindruckend aus. Und er da hinten scheint wohl der Lehrer zu sein. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Also später. Na gut. Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Das scheint wohl etwas Außergewöhnliches zu sein. Wir könnten ein wenig Unruhe stiften, aber das kommt bestimmt nicht gut an. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Da kann er dich wahrscheinlich einfach nur nicht leiden. So, hier oben gibt es noch zu irgendwelchen Hütten. Aber in der Nacht uns hier umzuschauen, gehen wir wieder zurück zu Lester, wenn er denn noch da ist. Dann können wir zum Haupttor und da mit dem Guru sprechen, der neben Lester stand. Zeig mir den Weg. So, also wir hatten das Alchemielabor, daneben die Schmiede, dann kamen ungefähr die Lehrer und oben drüber
Warum gehst du so langsam? Verlass dich auf jemanden und du bist. Naja, und oben drüber sind die Templer. Also so groß scheint das hier doch nicht zu sein. Vor allem sind die Sachen alle recht dicht beieinander. So, hier vorne ist schon wieder der Eingang. Nee, nicht ganz. Muss man doch auf Lester warten. Der scheint sich Zeit zu lassen. Na gut, sprechen wir mit den Jungs hier so lange. Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Dusty. Der Name sagt mir jetzt so nichts. Aber wir können mal die Ohren offen halten, wenn wir wieder im alten Lager sind. Und dich dürfen wir bestimmt wieder nicht ansprechen, oder? Ja, probieren wir es einfach mal. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Aha, und bestimmt auch in Kontakt mit einem riesigen rosa Hasen. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Das war der Kräuterhändler. Ja, da waren wir schon. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Na gut, warum nicht? Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Das ist doch praktisch. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Also Kadar war der, den wir aus Versehen angesprochen hatten. Das heißt, wir müssten uns irgendwann eine Spruchrolle besorgen, mit der man jemanden einschläfern kann. Wo auch immer man das bekommt. Fragen wir ihn mal. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay. So, wo ist Lester jetzt hingegangen? Also an uns vorbei ist er wohl. Also da lang und da lang. Probieren wir es mal hier. Oh ja, das könnte der Ausgang sein. Ja, schaut gut aus. Ah, nicht in den Sumpf rein.
Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ganz unauffällig. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Ha. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Also wir werden jetzt auf jeden Fall ja sagen. Aber ob wir wirklich beitreten wollen, ist noch unsicher. Aber bisher haben wir nur Positives in diesem Lager gesehen. Außer halt die ganzen okkulten Handlungen und das Haareschneiden. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Schön. Mach Platz. Ja, schon gut. Und dank dir, Lester. Das hätten wir auch schon mal erledigt. Oh, eine neue Lieblingspfanne. Wir haben aber kein Fleisch. Doch, na also. So, und Kadar, den müssen wir mit Magie beeindrucken. Und der die Substanzen ausprobiert, meinte, irgendeiner der anderen Gurus könnte uns schon helfen. Was uns aber nicht viel hilft, da die anderen Gurus nicht mit uns sprechen. Na gut, speichern wir erstmal ab. Wir haben ja schon eine Menge erreicht. LP 00.